Die zunehmende Aggressivität ist auffallend. Eine Demonstration, halt Palästina, halt's Maul, wie jetzt mit Jutta Ditfurth in Frankfurt. Das wäre vor 3, 4 oder 5 Jahren, vor 10 oder 20 Jahren, überhaupt nicht denkbar gewesen. Zu bestimmen als Deutsche, welche Israelis gute Juden sind und welche schlechte Juden sind, das ist absolut neu. Das falsche Spiel geht weiter, doch die Grenze ist überschritten. Jüdische Linke werden Opfer von Übergriffen, werden zu Unrecht beschuldigt, bedroht, diffamiert, sondern die deutschen Rechten ohne Einspruch drangsaliert. Und das in Deutschland 2017, wie kann das sein? Duisburg, Essen, Berlin, Frankfurt am Main, kreieren im Clash of Civilizations, haben hier mit Kampf begriffen. Kritisches Denken wird verbannt und angegriffen. Deutsche Kids jagen Kinder und Enkel von Opfern der Shoah. Ditfurth befeuert den Mob, twittern vom Sofa. Ja, liest doch, was sie schreiben, schaut dir den Schund doch ran. Die Folgen fragt Verleger Papé oder Zuckermann. Deutschlands Geschichte kommt zurück wie ein Boomerang. Ruhrbarone heizen die Treibjagd noch jubelnd an. Realerfahrung kritischer Juden sind nicht relevant. Auswirkungen eklatant, schauen wir uns die Täter an. Die Koalition ist groß, von Jungle World bis zur Springerpresse. CDU, Bürgermeister malt Mosch in eine Hitlerfresse. Neokonservative fanatisieren, man ist machttrunken und man kann kassieren. Wenn sie selbst hassende Juden betreiben Hexenjagden, sie wissen ganz genau, was sie durch ihr Hetzen starten. Die letzten linken Medien, Reaktionen, Armutszeugnis. Der eine Teil guckt bewusst weg, der andere leugnet's. Prima, so wollt ihr euch emanzipieren, durch Lügen rezipieren, durch Schikanieren. Alles Einzelfälle, kannst ja Jackie Walker fragen. Guckt sie euch an, die hier Lynchjustiz gefordert haben. Sie nennen mich Verräter an meinem Volk. Sie nennen mich jüdischer Antisemit, weil ich spreche von dem, was sie tun in Israels Namen. Gegen Palästinenser, gegen Araber anderer Länder und auch gegen Juden, die totgeschwiegen werden. Linke sind entsetzt über Apartheid, sag mal, wo das herkommt. Werft es anderen vor, bildet selber eine Querfront. Kennt euch aus mit mächtigen Waffen, kriminalisiert. Gestus auf der Status, Ziel ist anvisiert. Sprechen von irrem Hass auf Israel und verleumden AfD, FPÖ, ja, man ist unter Freunden. Und auf dem CSD teilt man auch mal Schläge aus. Grüne SPD, Linkspartei, da sitzen die Täter auch. Queere Aktivistinnen aus Israel und Palästina. Als politische Subjekte macht man sie lieber nieder. Als stille Opfer waren sie jahrelang sehr genau. Doch Palästina Solidarität wird nicht gern gesehen. Soll Israel stärken, doch treibt es in den Abgrund. Spuckt auf linken Konsens der Gleichheit, wenn ihr den Hass brummt. Doch mit Fanatismus ist keine Politik zu machen. So ist Politik nur Hassen, Krieg und Waffen. Rechts ruckt der Antisemitismus Kritik und nebenbei Antikommunismus ist schick. Regressive Bewältigung der Vergangenheit zeigt sich im Gedankengut, in dem ihr gefangen seid. Bellizistisch, rassistisch, fremdenfeindlich. Ihr nennt euch links, in Wahrheit bekämpft ihr das. Verhöhen Werte wie Aufklärung und Menschenliebe. Geister wie ihr Plan schürt und lenkt die Kriege. Lieber Mosche, zur Zeit der Verleumder überschrieb Erich Fried vor einem halben Jahrhundert sein Gedicht. Nicht ahnend, dass zu den Verleumdern heute die wissenden Ditfurths und ein offenbar unwissender Bürgermeister gehören könnten, die nicht in der Lage zu sein scheinen, zwischen der Kritik an der israelischen Regierung und der Verteidigung von menschlichen Rechten auf Leben zu unterscheiden. Sich darüber hinaus anmaßen, als Deutsche darüber zu entscheiden, wer als Jude zu akzeptieren ist. Und das in der Stadt mit der Paulskirche, der Wiege der deutschen Demokratie. Statt für Solidarität kämpft ihr für das Recht des Stärkeren. Schwerter klingen, ihr unterstützt die Herrschenden. Legitimiert Gewalt, Krieg, Ausbeutung, Armut. Euer tödliches Saatgut findet auch der deutsche Staat. Ihr nennt sie jüdische Antisemiten, Alibi-Juden. Unerträglich die, die über diesen Wahnsinn noch jubeln. Neokons nimmt die Hände weg vom Davidstern. Nicht Israel, der Aufklärungsverrat ist der wahre Kern. Diskussion mit kritischen Juden wollen sie verbieten. Gewalt an Drogen, Rede, Verbote von Eliten. Hass statt Denken treten auf die, die unten stehen. Wagt es den Begriff Kommunist noch in den Mund zu nehmen? Wo sind die Stimmen, die Alarm schlagen, aufschreien? Jetzt heißt es laut sein, Stopp sagen und laut meinen. Ja, ein falsches Spiel, guck wie sie üben. Sie lügen wie gedruckt, doch wer druckt ihre Lügen? Dich zitierend, wer meint den Antisemitismus bekämpfen zu sollen? Vermeide es vor allem Israel, Judentum und Zionismus. Mithin Antisemitismus, Antizionismus und Israelkritik wahllos in seinen deutschen Eintopf zu werfen, um es je nach Lage opportunistisch zu verkochen und demagogisch einzusetzen. Dir, den mit dir Referierenden und den euch Zustimmenden Versammelten, solidarische Grüße. Herzlich, Esther Bejerano und Rolf Becker, 10. Juni 2017.